Was geht ab, Freunde? Mal wieder am Start hier in der Halle. Mal wieder ein Lackvideo. Diesmal gibt es die Felgen von Tim. Tim hat sich heute neue Felgen gekauft, hat mich dann angerufen. Die sind scheiße gepulvert. Da muss ich ran. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Deswegen gehen wir jetzt an die Felgen. Und was er sich geholt hat, zeigen wir euch nach dem Intro. Bis gleich. Das Fahrzeug ist da. Gut. Porsche, mal willst du zeigen, was du dir Schönes gegönnt hast? Eine Teufelbox hat er sich gegönnt. Teufelbox noch. Nein, Spaß. Schöner JR11-Film. Japan Racing JR11. Die auf dem GT86. Zeig mal, ja. Das sieht doch geil aus. Welche Dimension haben wir da? 8,5 und 9,5 mal 18? Ja. Das müsste 8,5. Das ist die 8. Nein, das ist die 8,5. Hier ist nämlich. Aua. Hier ist konkav, Junge. Das nenne ich konkav. So ist das schön. Ja, sehr schön. So, hier sieht man es nochmal richtig. Die 8,5 und die 9,5. Richtig schönes Tiefbett. Ja, müssen wir lackieren. Ich glaube, der Hund mag die Felgen. Wie ihr seht, ist hier ganz schön scheiße. Auch hier, das ist, weiß ich nicht, ob die frischen, was rede ich da, frisch nach dem Lackieren in Sandkasten geworfen wurden oder so. Die Felgen sehen alle so aus. Da bekomme ich schon richtig Bock, aber das kannst du selber schleifen. Gut. Einzigen Vorteil, den wir haben, ist es immer noch alles abgedeckt wie von letztem Wochenende, Brentensfelgen. Der E39 ist auch noch abgedeckt, Sticker sind auch noch da. Manchmal frage ich mich wirklich, ob ich in diesem Leben irgendwann nochmal dazu komme, mein eigenes Auto zu machen. Oder ob ich nur noch für die Brays lackiere. Nur für die Brays. Ja. Dann steht mein Bruder hier auch noch Schlange. Der will auch gerne noch sein Auto in Comic-Art lackiert kriegen. Ja, sicher. Ja, tut mir leid, Baby. Tut mir leid. Irgendwie musst du warten. So, Felgen müssen geschliffen werden, wie gesagt, da das hier ganz schön scheiße aussieht. 240er Papier auf der Maschine. Ich zeig Tim jetzt, wie das geht, als wäre er mein scheiß Azubi. Und dann kann er die Pisse selber machen. Ich muss ja schon wieder lackieren. Ja. Das Geile beim Lackieren ist ja, dass man wie bei einem Baum hier so Jahresringe hat. Und wie ihr seht, hier ist das blanke Alu. Erste Schicht, zweite Schicht, dritte, vierte, fünfte. 6 Schichten sind da drauf. Das heißt, die Felge wurde schon mindestens 3-mal lackiert. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, das kann ja was werden. Und wie ihr seht, ist das hier auch ganz schön scheiße gemacht. Und damit man das später nicht mehr sieht, muss das alles wie hier schön fein säuberlich geschliffen werden. Ja, ich hatte mal ein bisschen Erbarmen mit Tim und habe mich hier mal um die ganzen Übergänge gekümmert, dass das alles hinterher gut aussieht. Ich glaube, der Hund kotzt gleich. Was tust du da? Gott, no. Mila, alles gut? Oi, oi, mein Mädchen. Ja. Haben wir hier alles soweit fertig. Jetzt kann Tim den Rest machen. Ich glaube, Schleifen habt ihr bei den anderen Felgen genug gesehen. Dann werden wir euch jetzt dann nicht mehr filmen, erst wenn alles fertig ist. Ja. Du fetter Bastard. Nuckel an meinem Daumen. Oh, ich muss mir das hier nochmal kurz angucken. Oh, dieser Stretch. Dieser Stretch. Oh. Voller Körper. Hast du einen Schlaganfall oder was? Also sowas hier habe ich auch noch nicht gesehen. Wie oft diese Felge schon rot lackiert wurde. Heftig. Ihr könnt es ja mal mitzählen. Geisteskrank.
Wie sieht das hier aus? Oh, die ist ja auch schon fast fertig. Wie viel zu Folge ist das? Zweite noch. Zweite? Gut. Macht Spaß? Ne. Müll, aber. Müll. Aber ich weiß, wofür ich es mache. Gut. Oh. Jetzt ein Video oder was? Sehr gut. Glatt zu reiben bringt Glück, habe ich gehört. Ja. Morgen hast du guten Sex. Oh. Wir haben 13:30. Die Felgen sind geschliffen. Sieht gut aus. Sieht auch gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht ganz schön beschissen aus. Bock gemacht? Ne, Bock gar nicht. Müll. Bock gar nicht? Ne, Felgen schlafen, großer Müll. Glatze streicheln bringt Glück. Ja. Raus aus dem Barbershop, rein in die Charts. Was läuft, Freunde? Es ist Samstag, wir haben richtig geiles Wetter. Ich schwör's euch, das Wetter ist 15 Grad, Sonne, bisschen wolkig, aber top. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg in der Halle. Da treffe ich mich dann mit Tim und Brenden. Und von da aus geht's dann erstmal weiter in den Graffiti-Shop. Dann suchen wir mal eine passende Farbe für die JR11 raus. Tim, was haben wir für Farben gekauft? Gelb. Zeig mal. Pink. Gut. Pink? Also Pink, für mich ist das lila. Also Freunde, wir haben jetzt hier so ein schönes Lila gekauft. Das heißt sogar... Gut, nehmen wir die andere. Lakers noch. Lakers. Und passend zum Lakers Lila haben wir noch ein Gelb gekauft. Und da wir die ganzen Felgen, wie bereits im Titel erwähnt, mit Sprühdose lackieren, haben wir auch hier den 2K Klarlack aus der Sprühdose, diesmal seidenmatt. Plus, die Ultraviolenz Garage hat ein riesen Update gekriegt. Danke an Tim an der Stelle. Danke für die 3 Euro, Digga. Ich kann jetzt mal entspannt mit Sprühdose lackieren. Ohne, dass meine Finger verkrampfen. Sehr gut. So, wenn Tim jetzt die Felgen abgedeckt hat, werde ich lackieren. Weil aufs Abdecken habe ich keinen Bock, aber wie aufs Schleifen. Ja. Was wir dann mit den beiden Farben machen, seht ihr dann, wenn es soweit ist. Deswegen sage ich einfach mal, bis gleich. Es wird ernst, Leute. Die Felgen werden sauber gemacht. Die Felgen sind komplett fertig abgedeckt. Wir lackieren gleich. Freust du dich, Timmy Boy? Endlich. Endlich. Wenn dann dein Auto noch da wäre, wäre gut. Ja, wenn Reifen da wären, wäre besser. Stimmt, Reifen brauchst du auch noch. So, Leute, da es echt noch ein bisschen kalt ist, die Dosen auch ein bisschen kalt sind, gibt es da einen kleinen Trick. Erstmal kurz auf die Heizung stellen, damit die ein bisschen warm werden. Ist auch besser für den Lack. Jetzt lassen wir die Dosen noch ein bisschen warm werden. Und dann wird lackiert. Leute, guckt euch mal bitte dieses Wetter an. Einfach geil. Sieht man die Sonne? Da ist sie. Da kriegen wir direkt gute Laune, oder? Der Frühling kommt, Leute, der Frühling kommt. Der BMW ist immer noch nicht fertig. Das wird geil, wenn sie alle mit ihren Karren fahren und meiner steht immer noch rum, aber gut. Hab mir das ja selber so ausgesucht. Kommt's ja zu nix. Machst du lieber für andere Leute was. Halt dein blödes Maul. Für die Bros. Für die Bres. Jetzt guckt euch das bitte einfach mal an. Wie brutal das einfach aussieht, wenn man diesen Arsch hier stehen sieht. Oh, ist das geil. Ist das geil oder ist das geil, Freunde? Schreibt's mal in die Kommentare. So, Tim macht jetzt hier den Hub-Promoter. Das kennt ihr auch schon. Ich habe hier einen Lackier-Azubi. Einfach nur einmal den drüber. So sieht das gut aus. Nicht zu viel, das reicht schon. Das muss nicht nass werden, Tim. Einfach nur leicht nebeln. Was die anderen? Das reicht schon. Das ist schon fast, das ist schon zu viel. So ist richtig. Jetzt machst du einmal so rum, dann noch einmal andersrum. Komm, ich zeig dir das nochmal. Du machst da schon wieder zu viel. Du gehst wirklich nur einmal ganz leicht so da drüber. Dann gehst du noch einmal so darüber. Und das war's schon. Das machen wir jetzt auch noch bei der Felge. Ich sollte mir vielleicht andere Schuhe anziehen zum Lackieren und nicht die nagelneuen. Fertig. Ablüften lassen und dann geht's an den Lack. So, jetzt mal die Arbeitsschuhe anziehen hier. Kein Bock mehr, die neuen Schuhe zu versauen. Von den Yeezys in die Yeezys. Der Bre arbeitet nur in Yeezys.
Meine Yeezys sind sogar offizielle Arbeitsschuhe auf der Arbeit. Gut. Schütteln, schütteln, schütteln. Wie es halt hier klackert. Ist gut. Habe ich mir ordentlich eingeschüttelt. Haben wir ja noch einen Testsprüher. Oh ja. Oh, oh, oh. Das könnte Baba-mäßig werden. Machen wir erstmal die erste Schicht dünn drauf. Vor allem hier über die Durchschliffstellen. Leute, ich weiß, eigentlich muss man das grundieren, aber ihr wisst ja, Low Budget, Graffiti-Lack, ihr habt es ja bei meinem Auto gesehen, da kann man auch mal auf die Grundierung scheißen. So. Ich weiß nur nicht, ob das vielleicht geiler gekommen wäre, wenn wir die Felgen selber vorlackiert hätten, ja? Vielleicht sollen wir mal zwei Felgen selber vorlackieren und uns das mal angucken. Ja, dann entscheiden. Kann man machen. Ja? So, die Felgen haben wir jetzt einmal selber vorlackiert. Wobei ich ja echt sagen muss, so eine JR11 in Silber sieht gar nicht mal scheiße aus. Und jetzt vor allem, jetzt sieht man auch, wie krass konkav die sind. Boah, alter Schwede. Jetzt lassen wir das gut trocknen und dann gehen wir wieder mit Lila dran. Hi, ich bin Tim und ich bin immer noch der Kameramann. So, das Lila ist jetzt drauf und sieht ganz geil aus eigentlich, finde ich. Und gucken, was wir noch haben. Sollen wir damit noch ein bisschen rumspielen? Hier haben wir jetzt mal den Lila-Gelb-Kontrast. Ja, ja, ja. Das wird gut, Tim. Hast du Bock? Ich hab richtig Bock. Er hat richtig Bock. Nö. So. Wir probieren jetzt mal ein bisschen was rum. Und zwar tun wir jetzt mal Farbe hier rein. Ich teste das jetzt erstmal hier. Gibt's da Knöpfe rein? Ja. Und jetzt machen wir einfach mit Gelb so ein paar Sprinkler auf die Felgen. Ich glaube. Boah, der ist gar nicht. Die Sache ist jetzt nur, wir müssen gucken, dass wir nicht zu viel machen.
dann sieht's wieder kacke aus. Ich glaube, das reicht schon. Jetzt habe ich wegen dir. Sehe ich aus wie Homer Simpson. Figur passt. Hast du einen Donut? Alter Schwede, guckt euch das an. Ist das schon wieder wild. Und das Ganze mit ordentlich Tire Stretch auf dem GT86. Ich glaube, das wird fetzen. Tim, was sagst du? Sticker kaufen. Sticker kaufen. Klarlack nehmen wir auch. 2K, damit das Ganze auch Benzin und UV-beständig ist. Da gibt es die schönen Dosen von Spraymax. Unbezahlte Werbung an der Stelle. Sponsort mich. Benutzt man wie eine ganz normale Sprühdose, nur dass man hier oben in der Kappe noch diesen roten Nippel hat. Den steckt man hier unten rein. Drückst da einfach einmal rein. Das ist so. Der Härter drin, ne? Genau, jetzt ist die Sprühdose aktiviert. Jetzt kommt halt der Härter in den Klarlack, dass das Ganze halt ganz normal ist wie Klarlack aus der Spritzpistole. Nur halt, dass man den Vorteil hat, man kann das Ganze kostengünstig auch ohne Kompressor, ohne Lackierpistole machen. Schütteln wir das Ganze noch. So, wollen wir Klarlack machen. Richtig professionell mit dem Griff. Dann fangen wir erstmal an hier. Wie immer machen wir erstmal einen Kreuzgang gleich. Erste Schicht Klarlack dünn auftragen. Jetzt haben wir den ersten Gang Klarlack drauf, lassen wir das 10 Minuten stehen, dann machen wir den zweiten Klarlackgang. Da kümmern wir uns dann auch, wie bei Brennnesselfelgen schon, um die Speichen. Das mache ich im ersten Gang, lasse ich das immer aus, damit die Speichen nicht laufen. Das passiert nämlich ganz gerne mal. Und dann sind die Felgen fertig. Gut. So, und wie ihr jetzt schon seht, lüftet das Ganze hier seidenmatt ab. Haben uns hier mal für Seidenmatt entschieden. Das ist einfach mal ein bisschen was anderes. Hier. Seidenmatt. Und dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze fertig aussieht. Mit Reifen auf dem Auto. Ich denke mal, das wird extrem fetzen. Das war der ganze Spaß. So lackieren wir jetzt die anderen drei Felgen auch. Und dann lassen wir das trocknen und dann ist das fertig. So,
Felgen fertig lackiert. Felgen noch. Bisschen nebelig hier in der Bude. Jetzt lassen wir das Ganze trocknen, dass das auch wieder matt wird, weil noch glänzen sie. Dann sind wir fertig. Darf ich da mal draufbraten? Klar, mach gerne. Nix ist! Gut. Ich muss halt sagen, das sieht einfach geisteskrank aus. Das sieht geisteskrank aus. So, jetzt hat Tim für den GT ein neues Felgendesign. Und das Ganze auch echt günstig, ne? Zwei Sprühdosen lila für je 4 Euro. Einmal gelb 4 Euro. Und zweimal Klarlack für je 15 Euro macht 45 Euro. Und dafür... Ja gut, es geht ja jetzt nur um die Lackierung. Aber dafür habt ihr echt eine geile Lackierung auf den Felgen. Kann man so machen. Wer war das? Sind die leer? Ja. Euer Schweigen deutlich als Antwort. Ich nehme den Rest. Ihr Fettsäcke. Das war's auch schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn euch gefallen hat, was ich hier gezaubert habe, dann lasst gerne einen Daumen nach oben, kommentiert fleißig rein, wie ihr das findet. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.